Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 3. Wir befinden uns an der Oase Pelche und müssen jetzt wieder zu dem Nordsektor vom Amaterasu Server. Dazu müssen wir jetzt Ödland, Ödland West. Wir müssen jetzt Ödland Ost. Das ist die Kiste. Ein Lebensdisk. Sehr schön, kann man immer mal gebrauchen. Ich glaube, man hört es, ich benutze jetzt schon das neue Mikro. Ein Gegner. Einfach aus dem Grunde, weil ich es kann. Ich hab's nur, warum soll ich jetzt auch das Headset benutzen? Oh, perfekt. Electrobolt. Ich sag gerade jetzt bei dem Spiel, das ist... Was blockst du das? Kannst du überhaupt hier auf der Felsplatte sein? Ach komm, das sind mir ja schon ein paar hundert Millionen Male. Ist angenehm, weil ich habe ja hier mit dem Controller, da kann ich mich auch zurücklehnen, kann ruhig ein bisschen schief sitzen. Mit der Tastatur wäre das etwas umständlicher. Aber es geht schon so. Ich müsste eigentlich so ein paar Zentimeter von meinem Tisch absägen, sodass ich das Mikro näher, dass ich den, das Stativ näher an mich ranschieben kann. Aber nun ja. Werde ich mir beim nächsten Tisch kaufen, mal darauf achten. Monsaimon. Der große Teddybär. Okay, ist alles gut. Also wie viel macht der Electrobolt? Das ist jetzt nicht so viel. Brav geblockt. Ich habe jetzt wieder Bange, wenn wir jetzt das nächste Gebiet kommen, dass ich dann wieder voll nach hinten liege. Was ich echt nicht hoffe. So, oh, die macht ja noch weniger. Dann probieren wir die Grand Wave. Nee, da kann ich gleich beim Electrobolt bleiben. Nachdem ich mich einmal geheilt habe. Powerladung. Ich gucke immer vor, dass es auch ja Powerladung ist. Ah gut, kann gleich wieder angreifen. Dann mache ich mir ruhig den Electrobolt. Mir fehlt eigentlich nur noch Wind, Feuer, Dunkelheit und Dunkelheits. Attacken hätte ich fast alle Elemente durch. Lichtangriffe gibt es ja gar nicht, fällt mir immer so auf. Oder vertue ich mich da gerade? Ach ja, und Metall fehlt. Ja, Licht gibt's gar nicht. Verwundert mich ja. So, wer kommt jetzt noch? Oh, Valkyriemon! Wie geil ist das denn? Oh, Valkyriemon ist das Mega-Level von Hawkmon. Das Ultimate-Level. Oh, das ist so geiles Krieger-Digimon. Das Design ist total oberawesome und Valkyriemon will haben. Das sieht voll cool aus. Hat eigentlich immer noch einen Vogel auf seiner, nicht Schulter, aber auf seinen Arm, halt wie so ein Jagdgreif. Aber dadurch, dass er sie, wie gesagt, bei Valkyriemon kann man immer echt sagen, könnte weiblich oder männlich sein. Da geht beides, dass man sich weil er sie das Schwert draußen hat, hat sie wahrscheinlich den Vogel nicht. So. Ich bin jetzt hier voller Begeisterung. Ich hoffe jetzt nur, Kyo überlebt das. Ja, sie lebt noch. Das ziehen wir jetzt durch. Magier gegen Krieger. Natürlich kann man sagen von Valkyrie. Valkyren sind ja immer weibliche Kriegerinnen. Aber ich finde, Valkyriemon an sich kann echt beide Geschlechter sein. Weil dieses Digimon jetzt nicht so einen Vorbau hat. Aber dadurch, dass es diese Metallplatte da ist, kann man es aber auch nicht sagen, ob es vielleicht nur eingedrückt ist. Das ist immer so meine Theorie. Ich finde, wenn es so Digimon eindeutige Zeichen haben, ob es männlich oder weiblich sind, wie zum Beispiel Sakuyamon. Also bei der sieht man halt, dass sie weiblich ist. Da kann man immer noch sagen, ja, es könnte Männchen oder Weibchen sein. Manche Digimon sind halt nur männlich, manche sind nur weiblich. Aus meiner Sicht. Da gibt es natürlich wieder keine bestätigte Regel.
Das machen, sagen sich die Fans meistens auch eher so, wie sie es gern haben. Das größte Argument ist immer von Renamon aus Themas, der Digimon haben an sich. Keine Geschlechter. Ist ja richtig, mag im Themas-Universum zustreffen. Aber da komme ich immer ganz gerne beim Crossforce Beispiel. Ich sage einfach nur Stingmon und Lilamon. Die sind ja wirklich ineinander verknallt gewesen. Natürlich kann man sagen, Liebe gibt es auch. Ne, Liebe ohne Geschlechter. Also so romantische Liebe, die ist keine Familienliebe oder freundschaftliche Liebe. Das ist so ein Thema, was ganz schwer ist. Worauf ich einfach hinaus will. In jedem Universum ist das. Digimon-Universum ist was anderes, was da die Geschlechter und sowas angeht. So. Bevor ich mich hier dumm und lustig quatsche. Wir müssen nach Westen. Nee, nach Osten. E ist Osten. East. Die gibt's hier aus der geilen Welt! Ah, kann ich mir nicht eins einstecken? Oh, Kurimon. Man, die haben hier so viele coole Digimon. Du hast. Man hat zwar eine Auswahl, aber es sind meistens ja wirklich die Digimon, die auch zu den Digi-Rittern da gehört haben. Die Partner-Digimon. Das finde ich immer so eine. Ja, bis auf die drei Mega-Level von Kumamon, Monmon, wo ich den Originalnamen schon wieder vergessen habe. Nee, sondern Bärmon. Bärmon ist das andere. Bärmon, Monmon und Kotemon. Aber ansonsten der Malumiotismon. Zähle ich jetzt mal. Was, Venom oder Malum? Ich weiß gerade nicht, welches von den beiden Miotismons das war. Ja. Ansonsten ist es immer wie gesagt Kuyamon oder Dukemon oder Wilsmon oder Wargreymon, Delgarumon, Rosemon, das sind ja alles die Mega-Level-Digimon. So, Valkyriemon ist doch von Hawkmon. Die hätten sie genauso gut reinbringen können. Mann. Naja, kann man nichts verändern. Es gibt so viele coole Digimon, die keiner kennt. So viele richtig coole. Ja, und das ist auch scheint extrem schönes zu sein. Der Kriemann wäre so perfekt. Ich schwärme da jetzt die ganze Zeit nur noch von. Na komm, gleich haben wir es doch. Ein Electrobolt noch. Müssen wir gleich durch die Platinen latschen. Ne? Weiß nicht, was schlimmer ist, über das Tauchen oder die Platinen latschen. So. War das denn jetzt? Nee, da komme ich ja woanders hin. Warte mal. Das ist auch falsch. Alter, was habe ich denn für eine Orientierung? Ey, wieder mit Kurimon. Oh, gleich werde ich aber, denke ich mal, austauschen, damit die Kämpfe ein bisschen schneller vorangehen, weil Kyo braucht doch etwas länger. Ich könnte ja mal Snowstorm ausprobieren, ob das vielleicht effektiver ist. Ich bin auch schlau. Fällt mir jetzt gerade ein. So, Snowstorm. Oh, jetzt Volltreffer. Ach nee, macht nicht viel mehr. Ich heile jetzt mal, weil ich jetzt nicht weiß, ob das dich gleich zweimal angreift, weil dann wäre Kyo hinüber. Okay, das war dann doch nicht gewesen. Aber sicherheitshalber. Okay, noch einmal. Ich glaube, jetzt greifst du zweimal an. Ja, jetzt. So, wenn sie jetzt nicht blockt, dann hat sie erledigt. Oh, wie klar, dass es wieder war. So, ich riskier's mal. Beide hier voll am Ende. So.
Das war's. Ah gut, 42. Das wollte ich nämlich noch erreichen, dass der wenigstens 42 ist. Jetzt kann ich ruhig einen anderen Bein nach vorne packen. Am besten Inzi. Der ist immer nur so für Kämpfe auf dem Weg zuständig. Hier bebt gerade voll die Erde. Da geht's doch nicht weiter. Oder ist das hier anders als in einem alten... Ist der Typ? Nee. Ach, weil ich so begeistert vor dem Typ war, bin ich einfach lang gegangen ohne. Weil das ist ja gar nicht richtig. Mittelland Ost. So. Hier muss ich, glaube ich, richtig rein. Ja, buddel, buddel, buddel. Ich habe mir gesagt, mal wieder hier gerade die Wegbeschreibung. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich werde vielleicht des Öfteren jetzt auch diese Wegbeschreibung haben, einfach damit es schneller geht. Naja, diese groben Wegbeschreibung immer. Und dass ich vielleicht manche Wege skippe, also dass ich sie nicht aufnehme für euch. Ich hoffe, dass es das ist okay für euch. Es spart Zeit. Und ich glaube, die Wege genau muss man jetzt nicht alle sehen. Ich mag dieses Spiel. Aber es dauert jetzt schon so lange. Und es wird am Ende jetzt noch ziehender. Irgendwann möchte man nicht mehr. Egal wie sehr man das Spiel mag. Also, so wie ich das anhand der Beschreibung gesehen habe, ich habe es nur durchgescrollt und nicht wirklich gesehen, scheint es ja bald dem Ende entgegenzugehen. Sollte es ja eigentlich auch. Kann man sich auch eigentlich logisch erschließen. Ich bedenke, dass ich mit Inzi früher so gar nichts viel reißen konnte und jetzt ist doch eine schöne Entwicklung. Man muss halt nur Vertrauen in seine Dämonen haben und sie trainieren. Bis zum Umfallen. So, jetzt müsste gleich der Ausgang kommen. Müsste. Toll. Okay. Das steht nämlich in der Beschreibung zweimal nach Norden. Jetzt ist es aber schon dreimal nach Norden gegangen. Ah, okay. Dann kann der Typ oder die Tuse nicht zählen. Bin noch richtig rausgekommen. Ach du Scheiße. Ich bin noch nicht mal da. Ich bin gerade aus dem Loch gekrochen. Ah, toll, Weigmann in der super schönen Rekoloration. Warum sie das unbedingt machen mussten, ey. Das tut doch nicht Not. Sehr wahrscheinlich mal das Kennzeichen, dass du im anderen Gebiet bist, aber das sieht man doch. Der haut richtig rein. Oh ja, es muss aber durch Gift. Natürlich nicht. Eine Superladung. Genau, das Gift macht ihn schon fertig. Muss mich erstmal orientieren, wo ich hier bin. Typ! Kämpf! Ich hasse diesen Job. Ey, willst du mir Karten... Nein, will ich nicht! Ich hab... mein Deck nicht angefasst. 65, ey. Weil jetzt keiner mehr mit mir Karten spielen wollte, habe ich die ewig nicht mehr angefasst. Das kann ich auch so sagen, dass ich das verlieren werde. Ich könnte mir eigentlich voll viele Karten holen. Also gute Karten. Ach, das gefällt mir gar nicht.
Alter! Boy. Das ist mies. Ja, ja, ich hab verloren, das war klar. Ich ziehe das jetzt durch, das tut mir leid. Aber wie gesagt, diese Kartenkämpfe, das ist dann jetzt, weil die vorher immer alle nur kämpfen wollten. Deswegen habe ich da mich jetzt auch nicht mehr weiter mit befasst. Ja, dann macht die doch sowieso, ich werde platt. Na. Ja, das kann ich auch sein lassen. Das ist so mies. Ja, reicht, wenn er so einen Digimon hat. Nein, ich will keinen. Ich habe keinen Digimon dafür. Der, wie mies das ist, ey. Arschloch, mag dich nicht. Ja, macht Spaß. Du machst mir auch Spaß.